Bei uns in Berlin ist schon immer was los am Tag und auch in der Nacht. Gestanden, ihr habt gegessen. Ein wahrer Musterknabe. Es wird in die weibliche Hälfte von Berlin gern bestätigt. Der TV-Film Kästner und der kleine Dienstag rührt einen ja richtig zu Tränen. Worum geht's denn in diesem außergewöhnlichen Film, den die ARD kurz vor Weihnachten zeigt? Es geht um eine wahre Geschichte, die Autorin Dorothee Schön ausgegraben hat. Ich weiß nicht, wie sie da drauf gestoßen ist. Kästner hat sich mit einem der Darsteller von dem Film Emil und die Detektive hat er sich befreundet, nämlich mit dem kleinen Dienstag. Und mit seiner Schwester und auch mit seiner Mutter. Und die haben dann angefangen, die Bücher gegenzulesen, die Kinderbücher, die Kästner geschrieben hat. Und das war eben Ende der 20er Jahre und das war vor der Nazizeit. Und da haben diese Freundschaft gehalten während der Nazizeit. Und der Junge ist in der Nazizeit quasi aufgewachsen, während Kästner quasi auf dem absteigenden Ast war und verboten wurde und als einziger Autor in Deutschland der war bei der Bücherverbrennung da in Berlin und ist so von der Oberfläche verschwunden und der Junge ist halt in die Nazizeit reingewachsen mit diesen kästnerischen Werten, dass Kinder eigentlich sich ihr eigenes Urteil bilden sollen, aufgewachsen und da war es immer schwerer für diese Werte aufzustehen und der Junge kam am Ende in den Krieg. Dann diese Freundschaft. Wir beide werden erleben, dass es alles irgendwann vorbei ist. Und dann schreibe ich den Roman, den die anderen nicht schreiben können, weil sie alle gegangen sind. Das ist ekelhafter, pazifistischer Dreck! Wichtig ist, dass wir sauber bleiben. Und das Schwein, da kann man nicht sauber bleiben. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann und Erich Kästner. War Erich Kästner auch ein Held Ihrer Kindheit? Naja, kein Held, aber es ist natürlich Teil des kulturellen Gedächtnisses, mit dem man hoffentlich auch heute noch in Deutschland aufwächst, weil das sind ja tolle Kinderfiguren immer noch, die er geschrieben hat, weil bei ihm war es, glaube ich, zum ersten Mal ein bisschen so wie Pippi Langstrumpf, die ja auch so in den 40ern entstanden ist, dass Kinder nicht mehr nur funktioniert haben, sondern dass Kinder einfach für sich selber gedacht haben und auch dass ihnen eine eigene Moralität zugesprochen wird und dass sie eigentlich ihre eigenen Erwachsenen sind oder die klügeren oder die besseren Erwachsenen sind. Dass jetzt Kästner in seinem Privatleben, glaube ich, war das Verhältnis mit Kindern dann durchaus komplizierter als in den Büchern. Ich weiß nicht, also in dem Film habe ich es zumindest so genommen, dass er da gar nicht so erpicht drauf war, dass dann richtige, echte Kinder in seinem Leben zu haben. Guten Tag, Herr Kästner. Ich bin der Hans Albrecht Dörr. Erinnern Sie sich? Nein. Und Kästner war sich nicht sicher, ob es gut geworden ist. Darum hat er es zuerst mir zu lesen gegeben. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Wir sind jetzt berühmt. Sie schreiben ja selbst Drehbücher. Haben Sie dabei auch so ein Ritual wie Erich Kästner, der sich in seine Schreibkammer mit der alten Schreibmaschine zurückzog? Die hat ja auch im Café geschrieben, also das kann ich zum Beispiel nicht. Also ich kann mich da nicht konzentrieren. Ich mache das immer zu Hause, ich kann nicht gut on the road schreiben und ich brauche eigentlich nur Ruhe und viel Kaffee.